Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rivals the Horse. Wir hatten ja in der letzten Folge einiges gearbeitet und ja, wir werden heute mal nach Sunself schauen und vielleicht noch ein zwei Pferde verkaufen, weil wir ja Storm holen wollen. Also den Stork, würde ich mal sagen. Atom Stork meine ich, nicht Storm. Erst holen wir Brilliant Bingo von der Koppel ab. Also was heißt Koppel? Wir holen ihn von dem Beschleunigungstraining ab, weil ich ihn davor trainiert habe. Dann gehen wir noch in die Einkünfte. So, einmal die Belohnung hier abholen. Okay, Geschenk gibt's nicht. Dann gucken wir mal. Ja. Posteingang, nicht schlecht. Wir haben von Rivals da was geschenkt bekommen. Eine Fähigkeit. Energiereserve finde ich sehr gut. Ja, nehmen wir doch gleich an. Dann sage ich mal schönen Dank an Rivals da, dass sie uns das Geschenk gemacht haben. Und wir gehen dann gleich mal in die Box und schauen erstmal. Nach. Na, ja, man kann es echt nicht drehen. Dann werde ich zweimal drauf tippen. Wir werden das Fohlen von Sunself gucken. Und zwar haben wir mit What Rocket gedeckt und man sehe und man staune, es bringt tatsächlich einen Kastanienfuchs zum Vorschein. Mit einer weißen Strumpfsocke hinten am Hinterbein. Genau so wie meine allererste Stute und wir nennen ihn Devil's Display. Ich finde, der Name passt voll. Gucken wir nochmal auf die Seite, dass wir die Stiefelchen hier noch sehen. Dieser Strumpfstiefel, also der hat das gleiche wie mein Anfangspferd, wo ich mal gehabt hatte. Crystal Dagger. Das ist ein wirklicher Gen, woran man erkennt, welche Grundpferde drin waren, weil man sieht bei ihr hinten halt wirklich dieses Bein. Okay, Treuer kann ich jetzt nicht holen, dafür später. Weil wir haben ja hier oben kaum was, müssen wir uns erst erarbeiten. So, dann holen wir Atom Stork ab. Dazu musste ich jetzt ein Pferd verkaufen. Und so weh es mir tut. Ich werde mich leider wohl verabschieden müssen von einem der Pferde hier, aber welchen nehme ich denn am besten? Wir nehmen wohl. Wen nehmen wir denn jetzt? Hexagon Bassoon nicht. Auf jeden Fall nicht. Die anderen zwei auch nicht. Brilliant Bingo definitiv nein. Playful Pony. Die neue, die wir gekauft haben, vielleicht. Oder Lord of the Limpet. Jo. Gucken wir nochmal die Pferde in groß an. Oder? Wie verkaufen wir denn? Entweder die neue, wo wir gekauft haben, oder Lord of the Limpet. Ich will auf jeden Fall mit der neuen Stute, wo wir aus dem Markt gekauft haben, ja was züchten. Irgendwann mal. Von Flick auf keinen Fall. Sunsurf geht ja nicht. Ihn hier vielleicht. Ja, er hier. Wir verkaufen den. Ups. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht draufklicken. Aber egal, weg damit. Tut mir leid, mein Großer. Aber ich brauche Platz. Ein bisschen doof. Aber ich brauche Platz. Ui, ist das schön. Das ist ein schöner Hengst. Und nicht lange Luft. Obwohl, wenn ich jetzt gerade so gucke,
Naja, wir holen jetzt erstmal Atom Stock ab. Oder? Oh ne, ja. Dann haben wir ja geholt und dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz züchten. Und dann schauen wir mal. Ui! Was haben wir denn hier Schönes? Den da hier nehme ich. Mit ihr vielleicht? Das wäre denn eine gute Kombi. Sie beiden? Ich würde sagen, die zwei nehme ich mal. Anorak Area und den, wo mir vorgeschlagen wurde. Hat eine ganz besondere Farbe. So, eine Stunde, okay. Wir werden noch ein Pferd verkaufen heute. Atom Stock auf jeden Fall nicht. Wir verabschieden uns doch von ihr. Also, zu schade darum, aber ich verabschiede mich von ihr. Eventuell. Vielleicht auch heute noch. Gucken wir nochmal kurz. Ja, doch. Wir verkaufen sie. Das ist zwar ein bisschen jetzt doof, weil wir halt jetzt Echtgeld halt, also nicht, das heißt Echtgeld. Wir haben halt Silbergeld dafür bezahlt, sehr viel. Aber nein. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum Gründen, Abschluss. Einmal schauen, wie Atom Stock im Anfangsrennen ist. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Da ist er. Und gucken wir mal, wie der Gute läuft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Rennen. Horses and jockeys ready for the off at Three Oaks. Atom Stork, the favorite in an interesting lineup. Off and racing. A great start for the favorite. Philosophical Art also up the front. Atom Stork maintaining the prime spot. Traveling underneath horses is Philosophical Art. A length behind, it's Far Away Candle. On their back is Mighty Bitterform, trying to brush off Baby Spiegel. Philosophical Art out in front. Far Away Candle in third position. Putting up a challenge to Regular Liberty, Baby Spiegel in seventh. And then it's Horse Subtitle. Then as the race moves on, it's Atom Stork. Far Away Candle in second spot, closely followed by Philosophical Art from Regular Liberty. At the 200, it's Atom Stork. Far Away Candle wants the front, just ahead of Regular Liberty. Next, it's Philosophical Art. About to run for glory, it's Atom Stork. Regular Liberty in second. Also ich würde mal sagen, das war mal ein extrem guter Sieg von Atom Stork. Also der hat sehr viel Potenzial, habe ich gesehen, weil er relativ sehr weit vorne war. Und der wird bestimmt auch eine gute Zuchtpartie werden. Mal gucken, mit wem ich ihn dann vielleicht mal züchten werde. Vielleicht habt auch ihr einen Vorschlag. Mit welcher Stute? Den schicke ich dann nachher offline ins Training. So, wir gehen jetzt noch ins Live-Event. Denn es gibt was Neues. Ich habe die Belohnungen vorhin abgeholt übrigens. Offline, bevor ich aufgenommen habe. Und ich habe die Trensen leider nicht bekommen. Ich war leider in einer Kategorie, wo man sie nicht kriegen kann. Also ich habe nur die 100 Goldtaler da oben, wie man sieht, bekommen und 500 Rosen. Deswegen bin ich wieder bei über 2000. Und deswegen, ja, also mit der Trense wurde es leider diesmal nichts, wie auch davor nicht. Wird sich bestimmt aber noch bald ändern, weil wir werden jetzt mit Hexagon Bassoon mal reiten.
werden mal schauen, wie unser Start heute ist. Excitement building here at Kildare. Spirit Spring is where all the money is in this race. Hexagon Bassoon, hoping for an upset. So, wünscht uns Glück. The starter gets them underway. Dragon Cleverness setting the pace right from the start. Hexagon Bassoon also onto a good start. Still going, it's Hexagon Bassoon. Dragon Cleverness wants the front. 2 lengths behind, it's Spirit Spring. Followed by Buffalo Berry. Contending with Computer Captain. Hexagon Bassoon continues to show the way. Dragon Cleverness in second position. Spirit Spring next. 3 lengths behind, it's Twisted Tsunami. Toe-to-toe with Pixie's Dust. Splashed Silence in 11th spot, just ahead of Acrobat's Animals. Hexagon Bassoon leading the charge. Dragon Cleverness in second. Spirit Spring in third. Then Twisted Tsunami. Stride for stride with Pixie's Dust. Hexagon Bassoon is running for fun. Dragon Cleverness in second position. 2 lengths behind, it's Spirit Spring. 5 lengths behind, it's Twisted Tsunami. In the stretch, it's Dragon Cleverness. Hexagon Bassoon, not happy where it is. Dragon Cleverness, keeping the front. Hexagon Bassoon, in third. Okay, wir haben jetzt 3 Punkte erspielt, aber wisst ihr was? Wir wiederholen das, glaube ich, gleich nochmal. Oder wir gehen ins 4 Sterne auf 5 Sterne Rennen. Wo gehen wir jetzt am besten hin? 4 Sterne auf 5 Sterne? Oder versuchen wir es nochmal bei 1 Sterne, 2 Sterne, nee, 3 Sterne auf 4 Sterne? Gucken wir mal hier, die geht nicht. Auch nicht schon wieder der Bug. Mit ihm? vielleicht doch noch mal gucken? Nee. Wir nehmen noch mal 1 Sterne, 2 Sterne. Hier oben. So, oder ne? Noch mal mit Hexagon Bassoon, aber dieses Mal werde ich nicht davor sprinten. So wie vorhin gerade. Ich werde das Rennen jetzt komplett durchreiten. Also ohne Sprint zu drücken, außer Sprint dann am Ende des Rennens. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Ziellinie wieder. The starter gets us underway here at Kildare. Pixie's Dust leading the charge. Nervous start there from the favorite. Pixie's Dust leading. Computer Captain in second place. Pushing hard in front of Twisted Tsunami. Just behind it's Hexagon Bassoon. Tussling with Spirit Spring. At the 900 pole it's Spooturkey. A length away it's Twisted Tsunami. Sparring with Pixie's Dust. Next it's Spirit Spring. Just in front of Hexagon Bassoon. The race continues with Dragon Cleverness. Spooturkey in second spot. Heads up and down with Spirit Spring. Hexagon Bassoon in sixth position. 2 lengths away, it's Worky Down. Dragon Cleverness keeping the lead. Spirit Spring stretching now, just in front of Spooturkey. Hexagon Bassoon looking good, riding well. 3 lengths away, it's Computer Captain. With 300 meters to go, it's Dragon Cleverness. Spirit Spring in second spot. Spooturkey in fifth position, pushing hard in front of Hexagon Bassoon. Dragon Cleverness striking the front. Hexagon Bassoon not looking comfortable. So, Dele, und wir sind sogar auf Platz 13 aufgestiegen und man sehe und man staune, wir haben tatsächlich den letzten Punkt noch gekriegt, also noch ergattern können. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon mal wieder mit dem Video.
Wir kehren noch einmal kurz zum Titelmenü zurück. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt über ein nächstes Video, gerne die Glocke aktivieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge wieder bei Rivals the Horse. Bis dahin, eure Kim.